Moin und herzlich willkommen bei Stefan Goldenstein Wildlife. Ich bin heute mal in einem Örtchen unterwegs, das da heißt Ilo. Und ich möchte hier so ein bisschen die Gegend erkunden. Ich fange jetzt erstmal an in einem Wald, und zwar dem Iloer Forst, einem Naturschutzgebiet. Dann fahre ich in ein nächstes Naturschutzgebiet, das da heißt Sandwater. Das ist quasi ein kleiner See. Und dann werde ich mich hier in Ilo nochmal am Iloer Meer umsehen, was auch ein kleiner See ist. Ja, so viel zum roten Faden. Aber nun fangen wir erstmal an, ein bisschen den Wald zu erforschen. Und ich hoffe auf ein paar schöne Vogelarten hier. Das Wetter ist einfach sowas von einladend. Wir haben heute wieder 10 Grad. Vor einer Woche waren es noch Minusgrade. Also richtig, richtig cool. Und die Vögel, die finden es auch richtig geil. Man hört sie wirklich schon überall rufen. Die Amseln, die Meisen, die haben alle richtig Bock. Ich habe eben auch schon Gartenbaumläufer gehört. Und jetzt geht es darum, dass wir mal ein paar Arten vor die Kamera bekommen. Auf dem Weg in den Wald erwartete mich schon eine Überraschung. Direkt eine faustdicke Überraschung. Ich lief hier gerade den Kanal lang und dann fliegt da ein Eisvogel weg. Also damit habe ich jetzt hier überhaupt nicht gerechnet. Und jetzt habe ich den gerade vor der Kamera. Der ist allerdings, ich würde sagen, 70 Meter weit weg. Und genau ein Ast auch noch so davor. Naja, jetzt überlege ich gerade, ob ich hier sitzen bleibe und warte, ob der vielleicht irgendwie nochmal hierher kommt oder ob ich weiterlaufe. Aber die Möglichkeit ist einfach zu verlockend. Ich glaube, ich bleibe noch kurz hier sitzen. Rechts im Schilf kann man den Eisvogel gerade so erkennen. Kurz darauf flog er auch schon in eine überhängende Erle ans andere Ufer. Dort im Astgewirr putzte er sich ausgiebig. Für bessere Aufnahmen hat es leider nicht mehr gereicht, da der Vogel aufgeschreckt wurde. Schade, ihr habt sie vielleicht noch gesehen, die beiden Spaziergänger mit dem Hund. Ja, die kamen genau quasi vom Waldrand und haben leider den Eisvogel weggescheucht. Naja, kann man nichts machen, deswegen bin ich jetzt auch schon direkt ein Stück weiter gelaufen. Und wir laufen jetzt mal die Richtung darunter. Da oben kreisen gerade zwei Bussarde. Auch ziemlich cool. Über der Waldwiese kreisten zwei Mäusebussarde. Hier im Gras fällt das Beutemachen leichter als im Wald. Ich setzte meinen Weg entlang eines Kanals in den Wald weiter fort. In einiger Entfernung war ein Silberreiher zu beobachten. Und direkt neben mir im Dickicht huschten zwei Kohlmeisen auf Nahrungssuche umher. Kurz darauf musste ich die Tour allerdings schon abbrechen, da die Atmosphäre durch laute Geräusche gestört wurde. Ihr hört es vielleicht selber, genau in die Richtung, wo ich jetzt eigentlich meinen Rundlauf beenden wollte, da sind gerade Gehölzarbeiten angesagt. Und ich glaube, die Vögel, die wird das zwar ein bisschen stören natürlich, und man wird da vielleicht auch den einen oder anderen Specht und so antreffen, aber ich muss sagen, mir persönlich ist das dann ein bisschen zu eklig da. Also ich komme da nicht so gut in Naturstimmung, wenn du direkt neben dir quasi eine Kettensäge hast, die da losböllert. Naja, deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu dem Kanal, wo wir den Eisvogel gesehen haben. Und von da aus gehe ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter in den Wald rein. Mal schauen. Und wenn das alles nichts wird, dann gehen wir weiter zum Sandwater. Und da ist dann hoffentlich keine Kettensäge im Einsatz. Wir werden es gleich sehen.
auf zum nächsten Spot. Wir sind gerade am Sandwarte angekommen. Das ist ein Naturschutzgebiet und das Sandwarte ist ein super flacher See mit sehr, sehr viel Röhricht. Und ich dachte, wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Und ein paar Tiere habe ich auch schon entdecken können. Und zwar ein paar Enten, eine Rohramme habe ich gesehen, Ehrenzeisige gehört, ein Rotkehlchen, Amseln. Da ist das Rotkehlchen. Und jetzt schauen wir mal, was wir so auf die Kamera bekommen. Angekommen am Sandwarter wurde ich direkt von Stockenten begrüßt. Auch anzutreffen waren ein paar Löffelenten, was mich wirklich gefreut hat. Die Löffelente ernährt sich hauptsächlich von Kleinstlebewesen wie Plankton oder Wasserflöhen. Der große, namensgebende Schnabel hilft ihr dabei enorm. Die Aufnahmen an diesem Tag haben mich nicht überzeugt. Daher ging es direkt am nächsten Tag wieder in den Iloer Forst. Schönen guten Morgen, ihr Naturschlingel. Ich bin heute relativ früh aufgestanden, denn ich möchte heute versuchen, einen Eisvogel zu filmen. Ich war gestern Nachmittag hier schon im Bereich und hier war relativ viel Volk, denn wir sind hier quasi in einem Wald, der relativ viel besucht wird durch Spaziergänger. Und da habe ich gestern einen Eisvogel entdeckt. Und den möchte ich heute mal versuchen, in Ruhe zu filmen. Ob das alles klappt, erfahrt ihr gleich. Da im Hintergrund, da seht ihr jetzt schon den Kanal, wo ich den Eisvogel gestern gesehen habe und auch in der Vergangenheit auch schon mal beobachtet habe. Und jetzt habe ich mich hier quasi am, ich sag mal, am Pfadesrand niedergelassen. Jetzt werde ich die Kamera gleich noch ein bisschen runterbocken und dann werde ich hier einfach warten und hoffen, dass der Eisvogel vorbeikommt. Ich setzte mich also auf die Lauer und genoss die tolle morgendliche Atmosphäre. Der Eisvogel ließ sich allerdings nicht mehr blicken. So Leute, ich habe jetzt hier fast eine Dreiviertelstunde gewartet und warten ist jetzt nicht gerade meine allergrößte Stärke. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen den Kanal weiter hochlaufen und mal schauen, ob wir vielleicht auch noch ein paar andere Tiere vor die Kamera bekommen. Mein Weg führte mich weiter den Kanal entlang. Morgenlicht konnte ich die ersten Vögel des Tages filmen. Die Kormorane ließen sich im Gegenlicht super filmen. Sie nutzten die warmen Sonnenstrahlen, um munter zu werden. Kurz darauf betrat ich auch schon den Wald. Ich habe gerade eine schöne Möglichkeit verpasst, ein Eichhörnchen zu filmen. Ich habe es gesehen, angehalten, habe dann alles in Ruhe aufgebaut und dann habe ich es erstmal nicht wiedergefunden, weil es sich dann quasi hinterm Baum versteckt hat. Und dann hat es sich in Bewegung gesetzt, aber ich habe es dann nicht mehr fokussieren können, leider. Und hier oben ist wahrscheinlich irgendwo ein Buntspecht. Zwei wahrscheinlich sogar. Aber ich guck mal, ob ich da was auf die Kamera kriegen kann. Die Paarungszeit der Spechte ist in vollem Gange. Ich
Das laute Klopfen dient dazu, das Revier zu markieren und um Weibchen anzulocken. Hier ist jetzt gerade ein ganz schön großer Trupp von Wintergoldhähnchen. Und ab und zu halten die sich da unten quasi auf dem Boden auf. Und da kann ich mal versuchen, ein paar Aufnahmen zu machen. Bin gespannt, ob das was wird. Hier ist er, der kleinste Vogel Europas, das Wintergoldhähnchen. Es huschte blitzschnell im Geäst umher, was das Film unheimlich erschwerte. Gleich mehrere der kleinen Vögel waren hier gemeinsam auf Nahrungssuche. Also die Atmosphäre hier im Wald, die ist so geil. Wir haben diesen wunderbaren Sonnenschein, der hier so in den lichten Laubwald reingeht. Wir haben so einen ganz leichten Nebel. Das ist echt traumhaft. Und ich habe gerade einen Mittelspecht filmen können. Allerdings nur relativ kurz, denn als ich mich ein bisschen näher ranschleichen wollte, ist er dann wieder abgehauen. Aber ich habe jetzt hier zwei Mittelspechte gesehen. Also ich bin hier wahrscheinlich in einem Revier. Ein paar Buntspechte habe ich hier gesehen. Schwanzmeisen habe ich gerade gesehen. Die habe ich allerdings nicht wirklich gut filmen können. Kleiber hört man die ganze Zeit. Vielleicht kriege ich hier noch das eine oder andere vor die Kamera. Mal schauen. Der zweite Specht des Tages war der etwas seltenere Mittelspecht. Er sieht dem Buntspecht sehr ähnlich. Allerdings kann man ihn anhand der Strichelung am Bauch gut von ihm unterscheiden. Auch eine süße Schwanzmeise ließ sich für ein paar Sekunden blicken. Danach kehrte Ruhe ein. Jetzt hier auf dem Rückweg habe ich noch mal eine richtig tolle Begegnung gehabt mit Zeisigen. Birkenzeisige, Ehrenzeisige, Stieglitz war dabei. Richtig geil. Ich habe jetzt hier noch ein paar echt tolle Aufnahmen machen können und ich würde auch sagen, das sind meine besten Birkenzeisig-Aufnahmen, die ich bislang machen konnte. Die sitzen da direkt hier vorne im Ast. Das ist einfach geil. Schau mal da. Was für ein Zufall, dass mir schon wieder Tigerbirkenzeisige begegneten. Sie bedienten sich genüsslich an den Samen der Erlen. Die Aufnahmen aus so kurzer Distanz konnten sich wirklich sehen lassen. Auch einige Ehrenzeisige waren im gleichen Baum zu beobachten. Die grüne Färbung kommt im Sonnenlicht sehr, sehr gut zur Geltung. Ein einzelner Stieglitz ließ sich leider nur im Schatten filmen. So, ich bin wieder zurück beim Parkplatz und damit brechen wir für heute erstmal ab. Aber ganz ehrlich, ich werde nochmal wiederkommen und dann machen wir nochmal ein paar schöne Aufnahmen, weil da waren diverse Vogelarten, die ich jetzt nicht auf Kamera bekommen konnte heute. Also Gartenbaumläufer zum Beispiel, den Grünspecht habe ich nicht auf Kamera, den Gimpel nicht.
Und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, tschö mit Ö. Tag 2 verlief schon wesentlich besser. Aber für ein Video reicht es dann doch noch nicht. Also startete ich eine Woche später direkt einen letzten Versuch. Hallihallo, wir machen heute mal den dritten Anlauf des Waldvideos. Die ersten beiden Male waren ja eher so semi-erfolgreich und ich möchte das Video eigentlich auch heute zum Abschluss bringen. Wir haben heute auch ganz andere Wetterbedingungen. Wir haben fast 10 Grad, wir haben es relativ windig und es ist bewölkt. Dementsprechend ist es jetzt auch noch relativ dunkel, obwohl wir es schon fast 8 Uhr haben. Jetzt warte ich eigentlich noch auf meinen Kollegen Holger, denn der möchte mich heute unterstützen. Und ja, ich denke mal, 4 Augen sehen mehr als 2. Die Waldtiere ließen sich wegen des schlechten Wetters zunächst kaum blicken. Holger ist mittlerweile eingetroffen. Und wir sind auch schon bestimmt eine gute Dreiviertelstunde unterwegs und haben leider noch nichts wirklich auf die Kamera bekommen können. So ein bisschen macht uns die Wolkendecke zu schaffen, da die meisten Vögel sich gerade weiter oben in den Bäumen aufhalten und da ist der Kontrast halt echt bescheiden, sag ich mal, von unten nach oben zu filmen. Und unten auf dem Grund haben wir jetzt noch nicht so viel entdecken können. Juhu! Endlich das erste Tier vor der Kamera. Es war eine neugierige Blaumeise, welche auch relativ zügig wieder verschwand. Jo, die Schmach geht weiter. Wir sind jetzt seit 1,5 Stunden schon unterwegs. Und wir haben es hingekriegt, für wenige Sekunden eine Blaumeise zu filmen. Und das war's. Man hört ein bisschen was, aber generell ist kaum Aktivität im Wald. Man sieht fast nichts. Es ist hart, sehr hartes Brot heute. Und wir haben jetzt noch 2,5 Stunden Zeit und ja, hoffentlich kriegen wir dann irgendwas auf der Kamera. Ansonsten wird es ein ganz schön scheiß Video. Egal. Naja, wir sehen uns gleich und hoffentlich mal beim coolen Fund. Am Kanal hofften wir auf mehr Glück. Werden wir hier endlich fündig? Yay! Nach knapp einer Stunde und einer Dreiviertelstunde, so haben wir es, so ist es richtig, haben wir endlich 2 Vogelarten gefunden, die wir auf Kamera kriegen konnten. Und zwar, stimmt gar nicht, 3 sogar. Oh, könnt ihr das sehen? Diesen fetten Schwarm. Das sind knapp 100 Erlenzeisige, die da in den Erlen nach Nahrung suchen. Die fliegen hier schon gute 10 Minuten rum. Ganz cool, das ist auch eine der Arten, die wir schon jetzt drauf haben. Dann haben wir hier natürlich die obligatorischen Stockenten gefilmt. Und 3 Gänsesäger. Hast du schon mal Gänsesäger vorgesehen eigentlich? Nee, noch nie. Leifer für dich? Das war das erste Mal jetzt. Leifer für Holger. Ja, voll geil hätten wir, oder ich habe hiermit auch überhaupt nicht gerechnet, dass auf diesem, ich sag mal, Mini-See jetzt auch immer Gänsesäger mitten im Wald sind. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Endlich zeigten sich ein paar weitere Tiere. Den Beginn macht eine schöne Kohlmeise. Und na klar, einige Stockenten. Sie sind meine allerschönsten Lückenfüller. In den Erlen hinter dem See saßen gute 100 Erlenzeisige. Nicht mehr lange und sie treten den Rückzug nach Skandinavien an. Das Highlight des Tages waren 3 schöne Gänsesäger. 2 Männchen und ein Weibchen. Weibchen sind am braunen Kopf gut vom anderen Geschlecht zu unterscheiden. Nach einigen Minuten machen sie sich dann aus dem Staub. Genauso wie wir. Denn weitere Beobachtungen gab es nicht mehr. 10:45, 3/4 Stunde eher als geplant, brechen wir jetzt ab, denn es ging gar nichts ab im Wald. Nicht viel. Nee, also nach den Gänsesägern
haben wir, glaube ich, auch gar nichts mehr filmen können, glaube ich. Also war nicht wirklich erfolgreich. Naja, ich werde auf jeden Fall das Video jetzt irgendwie zusammenschnibbeln aus den letzten paar Teilen, die ich hier schon gedreht habe, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Schön, dass du dabei warst. Ja, Ito. Wir sehen uns bestimmt nächstes Mal wieder. Ja. Wir machen nochmal ein Video zusammen. Auf jeden Fall. Was auf jeden Fall besser wird. Ja, ja, wird schon. Alles klar. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Tschüss.